Waldschrankgebiet. Eiskalt. Ups. Some believe the shrines represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Aber wir brauchen jetzt noch so einen blauen Stein. Ob wir den von unten holen müssen? Ja, aus diesem Ding da raus oder so? Nee, daraus wächst da so eine Blume und damit können wir das hier kaputt machen. Das heißt, das muss da oben irgendwo sein. Oder halt hier und wir müssen den Stein mit hochbringen. Aber viel ist hier nicht. Aber so ein kleiner Paddel auf dem Boden. Da ist doch was. Over there.
Oder? Hey. Nice. Very nice. So. Wird jetzt noch 1000 Euro, oder nicht? So, in die andere Richtung. Ah, stimmt, da wo wir, wo es denn hieß, erstmal die Steine befreien, Schreine befreien. Gebiet. Eiskalt. Hey. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Very nice. You, consider your homies. Soll ich mir jetzt hier so eine Waffe schnappen, oder? Scheint nicht. Zu dem Dingens? Ja. Yeah.
Oh fuck. Verkackt. Nein! Zu doof, ey. Das war nicht der Plan. Ei. Waits for you in the Lantern Cave, but I suspect Taro's spirit would fight to the end. Dass er mir dabei geholfen hat. Gibt's hier noch Geschenke oder war ich hier schon? Nee, war ich schon. Okay. Befreit den Homie. Fast. So, einfach da hoch. Ja.
A fox symbol is marked on this old camping gear. Okay. Damn, wir haben Karma ohne Ende. Oh mein Gott. Warum komme ich da nicht rein?
ich da jetzt ran? Oh mein Gott. Ups. Damn. We rich. Langsam Zeit, dass wir neue Outfits bekommen hier. Oha. Oh oh, war das dumm? No, no, ich komme hier noch nicht verliebt gucken. Scheiße. Das sah aus wie der Secret Zweitweg. Bin wieder zurück. Jo, ist das jetzt schon der Bossfight? Ich dachte, noch Mann, da ging's noch weiter. Scheiße. Wir werden hier mal größer hier. Oh mein Gott.
Oh mein Gott. Was? Mich jetzt gekillt? Nicht aufgepasst? Nice. Oh cool, Level 3. Dann möchte ich gerne das hier haben. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Ja, wir machen mal den Shield Enhance.
Und dann das hier. Und so, und wie komme ich jetzt wieder da nach oben? Wo bin ich jetzt? Ist jetzt gut zu wissen, wo das denn vorher war. Wo stellen wir die Lampe auf? What the fuck? Wo geht das hin? Searching for the children. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. Damn, ich habe jegliche Orientierung jetzt hier gerade verloren. Hier kommen wir jetzt gerade her. Ist hier noch irgendwo so ein Teleportschrein, außer der da unten? Da ist diese Kiste. Okay. Aber wo sind wir ursprünglich lang? Hier rein, ne? Nee. Wo war denn das? Oh, fuck. Das ist so fies. Na, no, wo war das? Ich glaube, der Weg ist aber richtig. Das war doch durch diesen, wo wir den, diese Mage-Dinger da gekillt haben, dadurch.
Dann sind wir hier hochgegangen. Das war der erste. Oh, ja, das ist auch noch was. Nee, hatte ich das nicht schon kaputt gemacht? Ich meine, das hatte ich schon kaputt gemacht, aber wir haben nicht darauf geactet. Let's meditate! Nice. Oh nein, das war bestimmt nur der Weg zurück, ne? Aber wir haben zumindest den einen damit genommen und außerdem haben wir jetzt noch das hier. Ja, diesen Weg meinte ich. Hier sind wir gerade runtergeslidet. Ja, okay, das war jetzt nichts Besonderes mehr. Ist ein Teleportschrein hier? Ah, ne. Geht's von hier aus einen schnellen Weg dahin? Hier lang sieht richtig aus. Okay, ja, jetzt sieht den Weg. Es fehlt noch einmal Spirit Mail, einmal eine Head und ein Rod. Latschen wir jetzt hier noch weiter rum. Oder machen wir den Completionist-Shit erstmal später? Damn, dark. Okay, nee, verlieren uns hier, wenn wir das jetzt machen. Ich bin sehr zufrieden, wie viel wir hier gefunden haben. Insbesondere, wenn wir das mit dem hier vergleichen. Obwohl, sieht auch nicht so schlimm aus. Deswegen verfolgen wir jetzt einfach mal die Hauptstory weiter. Ist doch richtig, ne? Ja.
So, haben wir. Damn. Wow, das ist doof zum Verteidigen. Oh mein Gott. Alright, alright. Oh, what the fuck? Alter, ich bin zu schlecht. Ah, ich hatte kein Schild mehr.
Ach. Ja, wo ist er denn, Alter? Nein. Very nice. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. Something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village, and I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! Whoa!
lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. It's okay. You have to go now. Sheesh. Ah, der Tobak. I like it. Ist das der Teleporter? Ja. Kann ich von hier aus auf den Teleporter? Nee. Warte mal, jetzt genau in der Mitte von einem. Was ist das? Meditate. Sehr cool. Es sind überall Spots, wo man hin kann.
Okay, wie kommen wir ran? Au. Jesus, wo ist das denn? Damn, dicke fette Hörner. Ich weiß, dass wir hier schon drin waren, aber who knows? Irgendwas Neues? No. Wahrscheinlich auch schlauer, jetzt nicht zu Fuß zu gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht noch irgendwelche Bogenschütz-Sachen versteckt sind. Ist das der richtige Weg? Ja. Oha, die FPS brechen zusammen.
Nur. Collecten. Ja. Right there. So, auf der anderen Seite, da war doch dieser Kreis, dieser blaue Kreis, wo man die Blume rausbekommt. Oh, hi. Baseball cap, blöd.
Sehr cool. Kannst du die Tür aufmachen? Dass sie damit auch kaputt nehmen. Nee. Nee. So, ich soll zu irgendeinem Maskenhaus. Und zwar da vorne. I remember. Oh, okay. With his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit.